Servus, mein Name. In München 2020 fällt das Oktoberfest leider aus. Aber hier im Hofbräu Berlin wird zünftig gefeiert. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Auch wenn das Oktoberfest in diesem Jahr offiziell nicht stattfindet, gibt es im Hofbräu die zünftige Tischwiese. Gefeiert konnte aber auch nur, weil die aktuellen Hygiene- und Sicherheitsvorgaben akribisch umgesetzt wurden. Außer am Tisch bestand sonst im ganzen Haus Mund- und Nasenschutz. Mit dem traditionellen Fassanstich, diesmal nicht von der Boxerfaust Axel Schulz, sondern von der Wiesen-Playmate, war das Bergfest der 9. Hofbräu Berliner Wiesen mit all seinen Köstlichkeiten eröffnet. Wir haben ein Konzept hervorgerufen, wo man wirklich alle Gegebenheiten erfüllen kann. Das heißt also, wir haben zum Glück den Platz, wir haben fast 2000 Quadratmeter. Wir können die Abstandsregeln erfüllen, übererfüllen sie diese auch. Aber wir haben auch die Sicherheitskonzepte so weit umgesetzt, dass man nicht tanzen darf, man muss am Tisch haben, man darf schunkeln, wir haben es mit den Behörden abgestimmt und dann müssen wir das natürlich auch machen. Da Tanzen absolut verboten war, wurde umso mehr mit Freunden und Familien an den Tischen geschunkelt. Und das ist doch genauso schön. Die Boxhalllegende erklärt uns seine speckige Lederhose. Axel, du bist ja fast schon heimisch hier im Hofbräuhaus. Das Hofbräuhaus finde ich total genial. Also es ist wirklich ein toller Ort. Und ich war letzte Woche gerade hier zum Fassanstich. Und ich glaube, ich habe Weltrekord gemacht mit 12 bis 15 Schläge halt gebraucht. Und da haben wir gesagt, da probieren wir heute mal mit einem großen Pass gleich nochmal. Vielleicht musst du es auch mal, sonst musst du einen Boxhandschuh anziehen. Vielleicht klappt das dann. Vielleicht wäre mit einem Boxhandschuh ja nicht schlecht. Aber mal sehen, ich lasse mich mal überraschen, wie es heute klappt. Was ist denn das Besondere für dich an der Oktoberfest? Oder sowas? Also ich finde es einfach schön, sich zu verkleiden und dann natürlich mit den Mädels mit dem Dirndl. Das sieht natürlich immer sehr, sehr lecker und ansprechend aus. Ja, wir haben ja immer neue Dirndls, aber die Kerle, die tragen immer die gleiche olle Lederhose. Hast du auch eine olle? Ja, ich hab die olle gleiche Lederhose und die wird ja immer schöner, je älter die sozusagen ist. Aber ich habe mir eine neue Weste sozusagen erschnort bei Angermeier. Ja. Und habe Axel angerufen und habe gesagt, irgendwie sehe ich scheiße aus. Und da hat er gesagt, komm, geh mal in meinen Laden, such dir mal ihn aus. Also die Weste sozusagen ist neu und der Rest ist alt. Ja. Und ich habe aber noch eine geile lange Lederhose, die finde ich eigentlich noch speckiger, weil die ist bestimmt schon ein paar Jahre alt. Nicht ein paar Jahre, sondern ein paar Wochen ist ihr Titel alt, Wiesn Playmate 2020. Ja, aber ein großartiges Feeling, nicht wahr? Absolut, also für mich natürlich doppelt traurig, dass die Wiesn nicht stattfindet. Ich liebe die Wiesn, ich bin eine Hardcore-Wiesengängerin. Und jetzt dieses Jahr als Wiesn-Playmate ist natürlich schade, es ist wie ein Auto ohne Motor. Wann fand das Fotoshooting statt oder wann hast du erfahren, dass du das Wiesn-Playmate bist? Also ich habe es tatsächlich 10 Tage vor dem großen Shooting erfahren, also ich hatte gar nicht mehr so viel Zeit, mich vorzubereiten. Und das Shooting war dann Ende Juli. Und das ist das wunderschöne Resultat. Michaela Schäfer, begleitet von ihrer Busenfreundin Yvonne Wölke. Servus, wie geht's euch? Erstmal gut, ne? Ja, also oder? Ja, endlich mal wieder feiern, ein bisschen Spaß haben. Man ist ja total aus der Übung. Ja? Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Und man hat auch immer natürlich Panik, was falsch zu machen. Wie soll man sich verhalten? Ne? Wo Maske auf, wo nicht? Ja. Das ist schon ein bisschen spooky, aber wir freuen uns, dass wir heute hier sind. Wir sehen herrlich aus. Wie sehr mögt ihr das Oktoberfest? Eigentlich sehr gerne, ne? Bis ein paar Vorfälle. Also wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein dürfen und endlich mal wieder was Schönes anziehen. Nicht immer Jogginghose, ne? Endlich mal ein bisschen Brüste wieder zeigen. Oder überhaupt mal was anziehen. Ja, also. Ich bin wirklich sehr angezogen. Wisst ihr denn auch, du hast jetzt eine Lederhose an? Ja. Sehr schön. Und du hast die Schürze. Und, machst du dir auch Gedanken, wie richtig die Schleife ist, in welcher Richtung? Ja, ja, ich habe mich informiert, rechts bedeutet vergeben, links Single. Ich glaube, hinten verwitwet, das ist ganz schlecht. Also ich gucke auch manchmal bei den Frauen, dass man da nicht fragt, ach Mensch, wie geht es denn ihrem Gatten? Ups, verwitwet. Da muss man schon sehr drauf achten. Und hinten war, glaube ich, Jungfrau, so war das. Ja,
Ich weiß es gar nicht mehr. Oder in der Mitte gibt es ja auch noch. In der Mitte war Jungfrau. Ach so, Mitte Jungfrau. Okay. Also das finde ich ja schon ziemlich heiß. Ich bin gespannt, welche Frau sich hier heute outet. Siehst du ja viele Kolleginnen, die auch im Playboy waren. Wie gehst du damit um? Ist man Freunde, ist man befreundet und alles? Na, also ich liebe ja Frauen, ich liebe nackte Frauen. Ich finde das toll, wenn sich Frauen ausziehen. Ich finde den Playboy toll. Ich selber war auch schon im deutschen Playboy, auch in vielen anderen Ländern. Habe jetzt auch erst eine neue Playboy-Strecke produziert, die im Dezember rauskommen wird für den tschechischen Playboy. Ich finde das toll und es sind immer sehr hübsche Mädchen. Und ich warte ja noch, bis die liebe Yvonne auch an die Hüllen fallen. Ja. Würdest du es machen, Yvonne? Ja, warum nicht? Stop. Ja, ich denke mal mit ihr zusammen. Ja. Alleine traue ich mich immer nicht. Wie gut dir beiseite ja, stehen. Ich bin schon Profi, deswegen immer mit Profis arbeiten. Wir sind gespannt und genießt den Abend. Dankeschön. Dankeschön. Wurde durchaus feucht und fröhlich im friedlichen und sicheren Oktoberfest des Hofbräu Berlin. 3, 2, 1.